Oh Gott, haben wir die ja wirklich mal gut abgearbeitet. Okay, haben wir hier wieder einen neuen. Mensch, haben die Leute echt gut abgearbeitet, aber... Wo haben wir jetzt alle freigeschaltet? 15, 15, 20, 30, nee, ja, 30, 32, jupp, haben wir da. 15, 15, 20, 25, 30, 32, jupp, ja, die haben wir besiegt. Haben wir noch einen Essler dabei, einen Essler? Oh Gott, ein Essler. Zwar einen noch. Einen noch. Oh Gott, ein ja. Das ist einer dann auch super hart. Naja, gut, wir müssen halt ein Ultima anlegen. Naja, wie schlimm können noch ein paar Bestien sein. Sehr schön. Aber die Bestien, die können mich gleich. Erstmal helfe ich den Leuten so. Denn eine Sache müssen wir noch. Eine Person müssen wir noch helfen. Die Zeiten sind hart. Ah ja, die Zeiten sind hart. Ich hoffe, du hast es passend. Natürlich habe ich es passend. So. Okay. Hi. Sid, könnte ich dich um etwas bitten? Worum geht es? Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Speer werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Speer brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Ich soll ihn bewerten? Für Späher in Späher? Ja! Das ist jetzt nicht nach einer schönen, netten Aufgabe an. Späher können wir immer gebrauchen. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Okay. Ich gehe schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Jo. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Ja, bis gleich. Nordstedt. Oh. Einen näheren Treffpunkt gab es wohl nicht. Nasser und der neue Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe auf mich. Ich bin nervös. Hallo, Sid. Das hier ist der Anwärter. Ember, stell dich vor. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Speer zu sein? Sicher. Aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav. Er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Ember. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Hab ich bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Wow! Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein.
Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Amber, Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. Gut. Das wird auch nix. So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Werde ich nicht. Hm. Also los. Beweis dich. Na los, beweis dich, ja genau. Ich glaube, er schafft er nicht. Keine Ahnung, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Gav geht ja auch in Gefahrensituationen, aber er hat Verstand und ist nicht so. Ja, er will mir was beweisen, das ist das Problem. Gav will niemand was beweisen! Hallöchen, Herr Raptorchen. Zeit zu kämpfen. Oh, Moment, ich komme einfach nicht weg, egal. Sehr schön. Mitten hin. Oder ganz hoch. Okay. Hat er bei dir liegt? Vielleicht ist er tatsächlich bereit. Hm? Au. Krass. Oder auch nicht. Verdammt. Amber, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Dann lauf! Ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Übrigens, Kumpel, du bist durchgefallen. Wow. Wow, mal eben geschossen. Zu langsam. Oh, ein neuer Tonschaden, nice. Komm schon. Ja. Sehr schön. Ives erlegt. Okay. Stufe erhöht. 48, ne?
Amber, bist du... Hm? Weg. Bitte. Natürlich. Gute Späher sind wirklich selten. Also zurück nach Nordstedt. Naja, ein guter Speer. Na gut, na können wir, kann man natürlich dazu sagen, dass so ein Monster hier hochkommt. Ist auch relativ selten. Aber ja. Sid, du bist schon wieder zurück? Wie war Amber? Wo ist er? Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt, aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie erstarrt, hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Amber nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Anscheinend nicht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte... Dass ich die Prüfung schaffe? Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hast du... Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl! Dann war es ein Ablenkungsmanöver. Okay, das ist... Keine leichte Entscheidung. Das ist raffiniert. Darf man ihn mal lassen, das ist raffiniert. Das hättest du sehen... Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein, ganz und gar nicht. Ich meine, das mit dem Monster war schon hart, ne? War gut, und kann man auch sagen, dass das wirklich ein Unglücksfall war? Weil es natürlich immer ein Risiko ist. Aber er ist noch jung. Hat immer eine Prüfung bestanden, ja oder nein? Wenn ich ja sage, riskiere ich ein junges Leben, aber andererseits, er war gut. Und er hat die Ablenkung genutzt im Kampf, um das Buch sich zu holen. Und hat uns damit abgelenkt, damit
er ohne entdeckt zu werden. Na gut, komm. Im Angesicht des Todes hat Amber die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Ember nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Ember ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Ember hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man, oder nicht? Das Buch hat er gefunden. Damit hat Ember bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Ja. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Ein neuer Auftrag und noch ein Auftrag. Der große Bruder. Ah, will Joshua wieder irgendwas von uns, oder wie? Naja, erstmal möchte ich... Skev? Skev, ah. Okay. Clive! Zu viel Gill in der Tasche? Aha, wie hab ich denn... Ich verbrauche... Fertig?